Angekommen, wissen noch nicht ganz genau, wo wir hin wollen müssen. Gucken wir jetzt gleich mal, aber es ist schon ganz fesch hier und wir machen uns jetzt auch mal auf die Suche nach einem Hostel und ja, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt wieder in einem Hostel. War schon eine Reise und es sieht so aus. Es sortiert Postkarten. Wir haben AC und Shit und boah, jetzt kann ich mir so cool im Spiegel filmen. Yo, nice. Genau, und jetzt gleich werden wir mal losstöbern. Badezimmer hier, jo. Also es liegt ja eigentlich nur daran, dass du eingeschlafen bist. Zwischendurch. Hätte ich ja wecken können. Ja. Und das haben wir das überhaupt schon gezeigt? Doch, haben wir schon gezeigt, ne? Und einen stylischen Snack für Erdnussbutter. Erdnussbutter. Weil wir. Für sexy weil, knappe 4 Dollar. Dings. Wurst und so ist nämlich mega teuer. Deswegen haben wir das gelassen. So sieht's aus unserem Fenster, jo. Da ist eine Straße. Und hier runter, irgendwo, da ist der Strand. Glaube ich. Schätze ich. Da werden wir gleich mal hingehen. Wir werden uns das aussuchen und am Strand chillen und Dinge tun. Ich sehe gerade, die GoPro ist ein bisschen schmandy. Wirst du jetzt ernsthaft jede einzelne ein? Wie unnötig das ist, ne? Falsch rum rein. Richtig rum rein. Aber ich tue nicht so, als würden sie durcheinander reingekommen werden. Was vollkommen egal ist. Aber gut. Toll, wir haben es geschafft. Yay. Wir sind immer noch auf der Suche nach was zu essen. Ich hoffe, wir finden es. Ja. Ja. Ich wünsche mich, hätte gerade einen Strand suchen wollen. Weil am Strand ist einfach alles mega teuer, wie erwartet. Kamerawechsel, die eine Kamera ist nämlich
tollerweise ausgegangen. Oh Gott, meine Haare sind ja völlig durcheinander und noch nass und. Ja, da habe ich ja noch 12 Minuten, yo. Aber nicht Akku. Doch, stand ja da. So. Wir haben unseren Plan hoffentlich jetzt final aufgestellt und vervollständigt. Wahrscheinlich eh nicht. Doch, ganz bestimmt. Obwohl, wenn wir heute Abend tatsächlich anfangen, Sachen voraus zu buchen, was glaube ich smarter ist, als wir es bisher gemacht haben, nein, ich will nicht gefilmt werden. Oh ja, die Erdnussbutter in der Hand. So, aber ich werde diesen Plan jetzt nochmal demonstrieren. Hier sind wir angekommen am 7.8. Jo, und dann waren wir in Bangkok. Dann sind wir nach Chiang Mai bis zum 13.8. Dann waren wir kurz wieder in Bangkok, sind von Bangkok aber ganz schnell wieder abgedüst nach Siem Reap, also nach Kambodscha, waren dann für 4 Tage da, 3,5. Sind dann von dort nach Pattaya, weil wir nicht nach Bangkok wollten, wegen diversen Anschlägen. Aus aktuellem Anlass, sagt man da, wenn man nett sein, nett klingen möchte. Nett klingen möchte, ja, ich sag's aber einfach, wie es ist. Dann sind wir nach Pattaya, genau, und von Pattaya sind wir dann auch relativ schnell, weil das eine Sextourismusstadt ist so ein bisschen und alte Männer mit Thai-Mädels da rumlaufen. Und ich jetzt auch sonst Gefühl, so gar nicht... Gefühlt jeder Ecke. Und ich jetzt es auch nicht sonst gar nicht so also geil fand. Also es war schon cool, aber es war nicht cool genug, um da lange zu bleiben. Und jetzt sind wir aktuell auf Koh Samui und hier ist eigentlich ganz fesch. Und wir haben heute den 23. Und morgen wollen wir dann von Koh Samui nach Koh Phangan, da eine Nacht bleiben. Und dann wollen wir von Koh Phangan wieder nach hier und dann von hier nach Krabi. Und dann wollen wir in Krabi 2 Nächte bleiben. Von Krabi nach Koh Phi und von. Genau, und da wollen wir auch wieder 2 Nächte bleiben. Von Koh Phi nach Phuket. Da dann bleiben bis zum 31. und dann wieder nach Bangkok. Und da dann noch ein bisschen kurz shoppen. So schwere, also schwere Sachen, aber Sachen, die ungünstig wären. Gewesen wären, hier die ganze Zeit mitzuschleppen, hier. Dementsprechend... Die dicken Pelzmäntel. Genau. Und das 2-Meter-Krokodil, ja, genau. Und das Elfenbein und so. So ein ganzer Zahn ist aber auch echt schwer, ne? Wäre doof gewesen. Deswegen nehmen wir das dann hier mit. Und dann am... Also ich finde eigentlich, wir fliegen am 2.9., auch wenn es offiziell der 3.9. ist. Gut, und heute machen wir nicht mehr so viel. Wir gehen jetzt zum Strand. Und dann lesen wir in unseren Türen und, wir essen und chillen und essen und wenn es einen Karikateur gibt, der es billig macht, dann lässt mich karikieren. Genau, er lässt sich karikieren. Von einem Karikaturisten. Was für eine Message hat die Karikatur denn dann? Die hat gar keine, so wie noch immer sehen lassen. Aha. Deine markanten Züge übertreiben. Übertrieben darstellen. Aber nee, Küchen ist zu wenig. Ja, okay, das wird anders sein. Okay, gut, das ist der Tagesablauf für heute. Jo, wir sehen uns. Tschüss.